Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Ich habe eine halbe Ewigkeit hier nicht mehr weitergemacht. Ich habe leider auch ganz viele Dateien verloren, wo ich hier ganz viel noch aufgebaut habe. Im Großen und Ganzen habe ich auch gar keine Ahnung mehr, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Das ist hier abgedatet worden auf die neueste Version. Ich habe das endlich mal wieder geschafft. Das ist alles so ist, wie es sein soll. Habe jetzt hier auch immer noch die Felder mit Hunde, Kühe, Schweine, Schafe. Warum hatte ich jetzt da drüben nochmal zwei Schafe? Okay, ich habe es nicht mehr so richtig drauf. Hier hatte ich eigentlich vor, Hühner drauf zu basteln, aber irgendwie habe ich Hühner noch gar nicht. Oh Mann, ich habe das echt nicht drauf und vor allen Dingen wird es gerade dunkel. Das ist extrem bösartig. Ich weiß zwar nicht mehr viel von dem Spiel, aber dunkel war nicht so gut. Aber wir haben ja den Golem hier, der hier rumläuft. Das ist schon mal ganz toll. Da freue ich mich. Und wir haben ja hier zur Not auch eine Tür, die wir zumachen können. Und mal gucken, kann ich nur nachts schlafen? Ach, ich kann jetzt immer schlafen. Super. Gutes Nächtle. Guten Morgen. Ja, was, okay, Moment. Ich will den nicht kaputt machen. Ich will doch nur mit dir reden. Ein Fleischer. Okay. Gut, so war das, genau. Ich konnte dem Sachen geben und er gibt mir die Dings oder ich gebe ihm Gems und er gibt mir das. Smaragde war da, die Währung. Öfen hatten wir auch schon mal mehr. Oh Mann, ob ich das alles noch hinkrieg. Hat auf jeden Fall hier Häuser gebaut, um die mal zu zeigen. Das war hier praktisch so als Einzimmerwohnung gedacht. Ja. Hier drüben ist praktisch die andere Seite. Die einfach nur als Weg hier drauf. Genau, und dann hat man hier oben den Balkon. Was habe ich mir dabei gedacht? Nichts, aber davon viel. Achso, nee, das waren insgesamt drei Türen, die ich hier eingebaut hatte. Weil hier hinten kam dann nochmal so ein kleiner Raum. Ich meine, sehr viel mehr brauchen die Dorfbewohner, glaube ich, auch nicht. Hier vorne hatte ich dann auch so einen kleineren Raum gemacht mit so einem kleinen Fußraum, wo man die Schuhe dann hinstellen kann, auf japanische Art. Hier oben dann schön auch mit Fackeln bestückt. War dann für die gehobeneren Dorfbewohner. Das hier war so turmähnlich, so wie es die Dorfbewohner selber auch bauen. Hier drüben, das ist alles flach geworden mittlerweile. Ja, ich hatte einiges gebaut. Das kann man nicht anders da sagen. Hier haben wir nochmal so ein kleines Häuschen, wie sie die Dorfbewohner selber verwenden. Ja, Kürbisse sind gewachsen. Der eine Kürbis ist über das Wasser gewachsen. Auch nicht schlecht. Oh. Habe ich da gerade? Ich glaube, ich habe da gerade ein Kürbis-Dingens kaputt gemacht. So komme ich hier rein. Habe ich den Kürbis aufgenommen? Natürlich nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich einen Kürbis neu pflanze. Supi. Wir lassen es jetzt trotzdem mal so. Essen weiß ich noch, wie das geht. Ich bin vorhin auch schon mal ein bisschen rumgelaufen, habe mich schon von der Spinne vermöbeln lassen. Ah, ich heile, das ist gut. Da hinten gäbe es zur Not auch noch Kürbisse. Hier haben wir beim letzten Mal schon gesagt, wir brauchen einen Zaun. Ich habe nämlich die letzte Folge geguckt, die ich euch in YouTube reingestellt hatte. Und mal schauen, was es da noch so alles gibt dann. Hier unten haben wir den Lagerraum drunter. Oh. Den hatte ich, glaube ich, auch nur angefangen zu bauen. Habe eigentlich meiner Meinung nach auch genug Licht hier drinne. Beim letzten Mal war hier dann aber eine Spinne nach der Nacht drinne. Da haben wir Kies, Erde, Werkzeuge, Metall, Baumaterialien, Edelsteine. Naja, wir haben sogar ein paar Smaragde, um da eventuell auch mal ein bisschen was bei den Dorfbewohnern zu kaufen. Das da oben ist nicht leer, wie jetzt die fehlende Wandbetäfelung.
Naturprodukte. Ah, okay. Naja, wie auch immer. Mich hat es ja total überrascht, dass man jetzt mittlerweile sich hier sogar in-game angucken kann, was es alles zu craften gibt. Nett. Ich musste früher immer im Internet nachgucken, aber nett. Und ansonsten, da vorne habe ich schon einen Baum getötet. Habe mal wieder den Erfolg bekommen, dass ich einen Baum niedergemacht habe. Den habe ich ja, glaube ich, auch schon allein in dem Spiel 2-3 Mal bekommen. Hier bin ich immer noch am Überlegen, ob man da was drunter bauen sollte, aber wir werden sehen. Hier haben wir schön den Weg nach oben. Das war ja eine von den Karten, die es hier schon immer gab. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass in den letzten Versionen, die ich gar nicht so richtig mitbekommen habe, die Typis hier ein bisschen intelligenter wurden. Bibliothekar. Glück 1, okay. Prinzipiell gut. Ich glaube, in die Richtung war auch ein Dorf, was ich wesentlich toller fand, aber gut. So, problematisch ist jetzt, dass ich keine Hühner habe. Also was heißt problematisch, aber eigentlich hätte ich gerne Hühner. Die nicht hier. Ich glaube, da habe ich Hasen mit drin, aber keine Hühner, oder? Ja, da vorne sind Hasen mit drin. Da sind auch Babyhunde, das ist ja cool. Ach, ich glaube, ich hatte mich auch schon mal... Nee, es sind keine Babyhunde dabei. Ich glaube, ich hatte mich auch schon mal darüber geärgert, dass die Hunde irgendwie nicht mehr aufstehbar waren und so. Da war was. Ja, da war, glaube ich, was. Ich meine, mich zu erinnern. Wäre natürlich blöd, wenn man jetzt wieder neue Hunde holen muss. Wobei ich dann zugeben muss, ich habe ja die Möglichkeit, hier bei dem Spiel auch irgendwie zu cheaten. Ich weiß nur nicht mal mehr, wie das ging. Aber zur Not werden wir es dann ausprobieren. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass das hier funktioniert. Mit dem Aufzug hier hoch praktisch. Komme ich da auch runter? Ja, ich komme runter. Cool. Ja, vielleicht machen wir hier unten auch einen kleinen Teich. Mal schauen. Da oben ist praktisch ja unser Wasserfall, der hier in den Brunnen reingeht. Der Brunnen war aber ziemlich tief, glaube ich. Ah, und ich habe gerade gemerkt, dass ich hier ganz schön unter Wasser gehe. Ja, so sieht es im Augenblick hier im Dörfler aus. Ich hatte ja vor, hier zum Beispiel noch weitere wie nennen sie sich, Beete anzulegen. Andererseits für was? Wir haben eigentlich genug davon. Eher wäre die Überlegung, ob wir dann den Lagerraum hier unten noch ein bisschen... Au! Den Lagerraum hier unten dann noch ein bisschen ausbauen. Es ist natürlich übertrieben, wie viel Lagerraum ich hier habe, aber andererseits wäre es ja schon ganz schön, einfach auch noch Platz zu haben für alles Mögliche. Zuckerrohr hat man da drüben angepflanzt. Ich wollte wegen irgendwas, glaube ich, auch relativ viel Papier haben. Und das ging doch über diesen Bambus-Zuckerrohr. Was nicht alles sonst noch, meine ich. Könnte man irgendwie eins über den Boden abdingen? Oh. Fische fangen. Es soll sich ja viel im Wasser getan haben. Ich habe nur keine Ahnung. Das ich weiß, dass die, soweit ich weiß, waren die nicht so bösartig. Aber ich habe trotzdem Angst vor denen. Die gucken immer so böse. Ich habe auch viele Reportagen geguckt. Was war das? Enos hat doch gerade gemacht. Ich habe einige Reportagen... Ah, der Baum ist gewachsen, der war eben noch nicht gewachsen. Einige Reportagen geguckt über den Humboldt-Kaman. Ich muss sagen, das Ding ist wesentlich größer und bestimmt genauso gefährlich. Ja. Ah, die Berge, die gefallen mir schon wieder beim Hingucken. Ich glaube, das habe ich schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, gesagt. Also ja.
Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, das war jetzt einfach nur mal ein Testvideo auch, ob das mit dem Aufnehmen funktioniert, ob vor allen Dingen mein Computer auch nicht die Grätsche macht, wenn ich das hier jetzt alles mache, weil vorhin hatte ich es geschafft, den tatsächlich mit einer Aufnahme zu lynchen. Des Weiteren, ob auch halt die Konvertierung des Safe Games hier in das neue Format funktioniert hat. Was es jetzt wirklich alles Neues gibt, müsste man gucken. Wahrscheinlich ist es eher sogar so, dass erst in neuen Gebieten dann neue Dinge auftauchen. Wobei ich jetzt ja schon überfordert bin. Genau hier unten, da hat man. Das wollte ich, glaube ich, noch zubauen. Muss ich auch noch machen. Das hier ärgert mich, dass ich hier den. Das sind zwei weg, weil ich habe da ja immer im Abwechselnd gemacht. Sehr, sehr ärgerlich. Hier geht's. Weiß ich nicht, wann der andere da weggekommen ist. Ich bestimmt auch selber weggemacht. Und hier hat auch jemand was weggefressen. Weiß gar nicht, ob der Weizen noch irgendwann gelb wird oder ob der jetzt so bleibt. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen, hier nochmal drüber zu gucken, nochmal einfach um den neuen Stand sozusagen zu sehen. Ich werde jetzt gucken, dass ich mich in das Spiel wieder ein bisschen reinfuchse, in einem praktisch Offline-Safe-Game, den ich hier habe. Und dann werden wir weiter gucken, wie wir was wo. Na gut, vielleicht schlafen wir uns auch nochmal und machen dann wie gewohnt Ende. Wollte eigentlich mal ausprobieren, weil die Wendung gar nicht mehr kommt, von wegen du kannst nur nachts schlafen. Also, gute Nacht und tschüss.